Die CDU-CSU spricht jetzt die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die These der heutigen Diskussion lautet ja offenbar, wer nicht für Ehe für alle ist, der ist homophob, der diskriminiert. Und dem möchte ich zunächst einmal ganz ausdrücklich widersprechen. Auf jeden Fall für meine Person und für fast alle, die ich kenne, ist das wirklich zu widerlegen. Und ich weiß nicht, wem Sie damit eigentlich mehr Unrecht tun. Denen, denen Sie hier permanent unterstellen, dass sie homophob und diskriminierend wären, zu Unrecht das unterstellen, oder vielleicht auch den Betroffenen selber, die sich dadurch ja viel mehr gesellschaftliche Ablehnung ausgesetzt sehen, als es der Wahrheit entspricht. Es gibt andere Gründe dafür, hier an zwei Begriffen festzuhalten. Und der wesentliche Einwand ist eigentlich, dass die Ehe kein staatlicher Begriff ist, sondern es ist ein seit langer Zeit kulturell, religiös vorgeprägter Begriff, der uns in diesem Sinne überhaupt nicht gehört und über den wir nicht alleine verfügen können. Er wird von der Kirche immer noch so verstanden, er wird von der Gesellschaft in weiten Teilen so verstanden. Und deshalb können wir dies nicht abschaffen, solange hier nicht Einigkeit besteht. Es kommen dazu verfassungsrechtliche Bedenken. Ohne Zweifel haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes ganz klar die Gemeinschaft von Mann und Frau vor Augen gehabt, als sie Artikel 6 formuliert haben. Und auch das Bundesverfassungsgericht sagt ganz klar, Ehe dazu gehört in den wesentlichen Merkmalen die Verschiedengeschlechtlichkeit und die Anlegung auf Dauer. Und dass auch in der jüngeren Rechtsprechung und dass dem Bundesverfassungsgericht an der Stelle jemand mal Homophobie vorgeworfen hätte, das habe ich in diesem Jahrtausend jedenfalls noch nicht gehört. Ich rate uns im Übrigen, Veränderungen im Recht, nicht im Wege der Begriffsjurisprudenz, sozusagen im Wege des Umdefinierens von Begriffen vorzunehmen. Das geht schief, wie auch im aktuellen Mutterschutzgesetz des Familienministeriums. Meine Damen und Herren, nach Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft im Jahr 2001 haben wir in vielen Änderungen, viele Änderungen durchgebracht, die wirklich dazu geführt haben, dass hier eine gleiche rechtliche Situation besteht. Zwischen den Partnern bestehen die gleichen Rechte, sind die gleichen Formvorschriften, das Erbrecht, das Steuerrecht, auch das Adoptionsrecht weitgehend sind angepasst. Und mir persönlich ist auch die Diskussion über die steuerliche Gleichstellung noch sehr gut in Erinnerung, weil ich mich auch damals selber persönlich sehr weit gegen die damalige echte Diskriminierung eingesetzt habe und damit ja auch in meiner Partei nicht nur Freude ausgelöst habe. Aber es bleibt dabei dann die Frage, ob allein die Verwendung unterschiedlicher Begriffe eine Diskriminierung darstellt. Das Grundgesetz gibt uns da eigentlich schon ein Gegenbeispiel. Da heißt es nämlich in Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Also auch hier unterschiedliche Begriffe, aber gleiche Rechte. Und wenn gerade am Weltfrauentag natürlich zu beklagen ist, dass das noch nicht zu 100% erreicht ist, kommt, glaube ich, keiner auf die Idee, dass man das im Wege der Definition ändern kann. Dann wird immer argumentiert, es schade doch der Ehe nicht, wenn wir sie öffnen. Das ist auch nicht meine Sorge, aber es gilt auch andersrum. Ich war vor meiner Zeit im Bundestag als Familienrichterin tätig und habe viele Familiensachen gemacht. Und von daher kann ich Ihnen, glaube ich, auch glaubhaft versichern, dass allein der Begriff der Ehe nicht die Garantie ist für glückliche Partnerschaft und Zusammensein, sondern dafür kommt es auf andere Dinge an. Dafür kommt es auf andere Dinge an, auf Gemeinsamkeit, auf die Beziehung, auf die Liebe, auf den Schatz an Gemeinsamkeiten und die Substanz der Beziehung. Wir haben hier eine Aktuelle Stunde. Aktuelle Stunde, das ist normalerweise ein Thema, eine spontane Debatte über eine Frage, die keinen Aufschub verträgt. Dann hatten wir Karneval im Rheinland, vielleicht habe ich was verpasst, aber eigentlich war hier der einzige Anlass oder das Einzige, was sich geändert hat, die Äußerung von Oppermann, von Fraktionschef Oppermann, dass er an das Thema noch mal ran will. Eigentlich hätte es gereicht, wenn Sie sich deshalb mit ihm zum Kaffee getroffen hätten. Aber okay, wir diskutieren das auch gerne hier in dieser Debatte. Aber der wahre Grund ist ja,
und dass Sie die SPD, das wurde ja auch gerade klar, unter Druck setzen wollen und dass Sie der Union eben ein altbackenes Image anhängen wollen. Ich will dem ausdrücklich entgegentreten. Wir haben ein klares Menschenbild, das Würde und Wertschätzung eines Menschen nicht davon abhängig macht, welcher sexuellen Orientierung er anhängt. Wir wollen die Rehabilitierung der früher nach § 175 verurteilten Männer. Wir haben die LSU in unserer Partei, die wird sehr geschätzt und da wird natürlich auch für die Öffnung der Ehe geworben. Wir haben eine Verteidigungsministerin, die sich als Erste an das Thema herangewagt hat, auch die Situation von Homosexuellen in der Bundeswehr aufzuarbeiten. Und wir haben ganz klar auch beim Zugang zu interessanten und einflussreichen Positionen in unserer Partei wirklich kein Defizit dabei, dass auch Menschen mit homosexueller Orientierung hier in die entsprechenden Ämter kommen. Und das nicht, weil sie homosexuell sind, auch nicht, weil sie nicht homosexuell sind oder trotzdem, sondern einfach völlig unabhängig davon, weil sie einfach gut sind. Das ist unsere Herangehensweise. Ich denke, es muss so normal und so unspektakulär sein, wie es da nun auch ist. Und von daher gehe ich ganz schlicht davon aus, dass wir weiterhin bei den Begriffen Ehe und Lebenspartnerschaft bleiben und dass sich auch daran der Koalitionspartner bis zum Ende der Legislaturperiode hält. Vielen Dank.